Also wir hatten in Prenzlau ja zwei Bahnhöfe. Das eine ist der Bahnhof der Staatsbahn, der auch heute noch als Bahnhof genutzt wird. Und als zweites dann den Kopfbahnhof, von dem aus alle Kreisbahnstrecken hier im Territorium starteten. Die gingen ja dann nach Straßburg, nach Löcknitz, nach Pasewalk und, jetzt muss ich überlegen, nach Fürstenwerder. Und nach Schönermark unten bei Angermünde. An diesem Ort habe ich angefangen, im Bahnbetriebswerk Prenzlau als Elektromonteur für die Unterhaltung an Dieseltriebfahrzeuge und Dampflokomotiven. Prenzlau ist doch schon geschichtlich. Ein unscheinbarer, unbeachteter Ort voller historischer Bedeutung. Das Bahnbetriebswerk in Prenzlau. Damals ein Kopfbahnhof, heute ein vergessener Ort mitten in der Stadt. Er bestand aus vielen Bereichen zur Instandsetzung von Lokomotiven und Waggons. Doch er ist weitaus mehr als eine Werkstatt. Anders als andere verlassene Orte in der Gegend ist dieser nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Alles, was nicht niet- und nagelfest war, wurde bei der Stilllegung abgebaut und mitgenommen. Der Ort befindet sich heute in Privatbesitz. Was kann ich über diesen Ort sagen? Dieser Ort ist die ehemalige Hauptwerkstatt der Kreisbahn Prenzlau. Die Kreisbahn Prenzlau wurde per Beschluss 1889 bis 1902 eröffnet mit mehreren Bahnstrecken und die laufende Steigerung der Wagentechnik, die die hier hatten, inklusive der Lokomotiven, 14 Stück, erwog also die Kreisbahn und die Kreisverwaltung dazu, hier dann 1926 den Beschluss zu fassen, eine neue Hauptwerkstatt zu errichten. Und diese wurde bis 1927 von dem Berliner Architekten Bischoff, der auch das Krankenhaus hier errichtet hat und geplant hat, gebaut. Und ist, wie gesagt, dann bis 1995 als Werkstattgebäude dann von der Deutschen Bahn genutzt worden. Also wir hatten in Prenzlau ja zwei Bahnhöfe. Das eine ist der Bahnhof der Staatsbahn, der auch heute noch als Bahnhof genutzt wird und der also diese Strecke von Angermünde nach Stettin beziehungsweise dann eben nach Stralsund eben bediente. Und als zweites dann den Kopfbahnhof, von dem aus alle Kreisbahnstrecken hier im Territorium starteten. Die gingen ja dann nach Straßburg, nach Löcknitz, nach Pasewalk und, jetzt muss ich überlegen, nach Fürstenwerder und nach Schönermark unten bei Angermünde. Waren also 74 Kilometer Streckennetz, die hier befahren wurden. Und diese Werkstatt war also dazu da, den Wagenpark aufzunehmen als Unterkunft beziehungsweise eben hier auch die Reparaturen an den 14 Lokomotiven, an den 221 Güterwagen und 17 Personenwagen hier vorzunehmen.
als hier die Kreisbahn war, wurden hier eben die Instandsetzung bzw. die Ausbesserungsarbeiten an dem ganzen Wagen- und Lokomotivenpark vorgenommen. Und da gab es natürlich eine Schlosserei, eine Elektrowerkstatt gab es dazu, eine Tischlerei gab es dazu. Diese Einrichtungen waren hier. Und was eben sehr interessant ist im Vergleich zu dem Eberswalder-Objekt, hier gab es Gruben, Reparaturgruben mit sogenannten Achsabsenkungen, wo man also dann wo die Wagen raufgefahren wurden und dann konnten die Achsen nach unten abgesenkt werden, zur Seite rausgefahren, wurden dann rausgenommen, repariert, wieder drunter gefahren und dann wieder an den Wagen integriert. Zu dem damaligen Zeitpunkt 1927, als die Gebäude hier errichtet worden sind, war das ja hier wirklich ganz modernes Bauen. Kann man vergleichen vom ganzen Baustil mit Zeche Zollverein zum Beispiel, was ja weltbekannt ist, oder auch mit dem großen Werk oben für die V1 und V2. Das ist ja auch alles in dem gleichen Stil gebaut worden. Das sind also Stahlskelette, die dann eben mit Ziegel ausgeblendet waren. Hier mit einer Luftschicht noch dazu als sogenannte Dämmung. Also wirklich top modern. Und man muss sagen, in Prenzlau eigentlich das Beispiel neuen Bauens, was eigentlich sich in den 20er Jahren etabliert hat in Deutschland. Ich habe am 1.9.1959 hier angefangen als Schlosser. Ich war gelernter Landmaschinenschlosser und habe mich zum Dampflokschlosser qualifiziert. Erst Dampflok, dann Diesellok, Triebwagen bis hin zum E-Lok im Prinzip. War daher Brigadier ab Anfang 70 bis 93. Und dann 1993 wurde hier Schluss gemacht, dann sind wir nach Pasenberg gekommen. Da habe ich noch 3 Jahre gearbeitet und dann bin ich in Vorruhe gegangen. Mein Name ist Gerd Detlef Feierabend, Jahrgang 41. Bin geboren in Nechlin im Kreis Prenzlau. Habe in Nechlin den Beruf als Elektromonteur bei einer Firma, die ansässig in Nechlin gewesen ist, gelernt bis 1958. Habe dann nachher den Beruf nicht gewechselt, aber ich wollte die Arbeitsstelle wechseln und bin weil wir viele Sachen vorher in der Reichsbahn gearbeitet haben, dann in Pasenberg in eine Starkstromunterhaltung gegangen und habe dann da bis zur NVA-Zeit gearbeitet. Nach der NVA-Zeit nochmal anderthalb Jahre und bin dann 64, weil sie hier Elektromonteure gesucht haben, hier in der Lokunterhaltung gelandet und habe dann ab Oktober 64 in Babelsberg an einem Lehrgang getan für Diesellokomotiven und habe dann nachher bis 1991 hier als Brigadier für die Elektrotechnikanlage und gearbeitet, haben auch Lehrlinge ausgebildet und haben dann nachher 1991, weil in Pasewalk ein Ausbilder gefehlt hat, die Ausbilderprüfung noch gemacht und habe hier in Prenzlau nachher in dieser Halle mit Lehrlingen eine Ausbildung für Elektronikanlagen durchgeführt bis 1995. Gerd Feierabend und Dieter Hoff sind nach vielen Jahren an diesen Ort zurückgekommen, um zu sehen, was noch übrig geblieben ist. Lehrwerkstatt, Ausbildungswerkstatt, ja. Ja, Schweißer war da drin. Ja, ja.
Und dann haben wir nachher da den Batterieraum reingemacht und die Elektrowerkstatt. Vorher hier und dann sind wir hier reingegangen. Ja. Und dann haben sie hier drin die Waggons repariert und die Besengleise, ne? Ja, erst mal drei. Ja, erst mal drei, hinter der Mauer, das auch noch. Ja, ja. Sieht eigentlich traurig aus alles. Ja, ja. Aber naja, über 20 Jahre geht da drin gewesen. Und das war vorher Meisterbüro. Ja, das war Meisterbüro. Da ist eine Mauer. Ja. Hier habe ich meinen Arbeitsplatz gehabt. Hier war die Werkbank und daneben Willibald. Und dann kam die Bohrmaschine und hier war nachher Prüfteile alles. Ja, Blechschere, Schleifbock. Schleifbock, ja. Waschbecken. Ja. Und dann hatten wir uns so eine Schrankanlage eingebaut und in der Ecke. Da ist die Außenhaut, sozusagen der Blechgestell, noch von einem Speiseautomat hingestellt worden, welcher auseinandergebaut worden ist. Der kam aber aus Russland und ist nie gelaufen. Das Einzige, was wir gemacht haben damit, dass wir da das Fett und so was brennbare Materialien eingestellt haben. Hier war unsere kleine Werkstatt und hinterher Labor. Ja. Ölproben genommen hier. Alles. Hier war ich als erster drin, ja, ja. Elektriker mit Willibald, mit einer Werkbank in dem Loch. Und nebenan war Walter Lex. Ja. Und dann ist Walter hier reingefahren auf den Gleis mit dem 135er. Ja. Und dann stand er hier und wollte irgendwas machen und hat mit die Gänge das verpasst. Wir haben bald in der Mauer gelandet. Ja, da war doch eine Materialausgabe, nicht? Da hat doch. Und dann die Frenne. Die Frenne? Ja. Weißt du, was das war? Das war die Dichtung, wo die Dichtung hing. Ach ja. Guck mal, da steht dran 106 noch. Ja, ja. Die Dichtung, wird sich ausgehaut haben manchmal. 68 haben wir die ersten Dieselloks gekriegt und die wurden hiermit unterhalten und die Leichtrich waren, die LVT. Ja. Und nebenan waren Dampfloks. Und der muss ja getrennt werden, haben wir da oben ausgebaut. Ja, weil er zu wenig gewesen ist. Ja, ja. Ja, die drei Gleise waren damals für Dampfloks. Hier habe ich 1955, 56 haben wir hier die Elektroanlage drin gemacht. Von hier aus, hier war die Unterverteilung und von hier haben wir die Kabel alle gezogen. Rüber. An die einzelnen Stränge runter. Ja. Und dann die Leiter da oben rangestellt an dem Träger. Wisst ihr, was da oben so ist? Ja. Diese 15 cm, da hat die Leiter dran. Du, ich habe mit flatterigen Hosen bin ich meinen Leute hochgegangen. Kann ich mir vorstellen. Und da wurden die Loks rangefahren, Schlauch angeschlossen, Öl lief ab. Da oben Öllager, gefahrene Leitung, die zum Füllen gleich wieder. Die Rohrleitung ist noch dran, und die Ventile auch noch. Ja. Vielleicht ist noch ein Toppen drin. Da hinten war noch Lager für Karren und Schippen und so und alles. Ja, ne? Ja, ja. Da steht noch der alte, was hatten wir da mit Schlacke weggefahren, nicht der Betriebswagen. Ja. Und der steht jetzt da hier in der Hinter, draußen vor der Halle, steht er noch. Seltene Aufnahmen aus der Vergangenheit zeigen, wie hier einst der Betrieb ablief. Gerd Feierabend dokumentierte dies mit seiner Kamera. Ich hatte dann nachher 12 Lehrlinge im ersten Lehrjahr. Die habe ich durchgezogen bis zum Schluss. Und hier war die Dreherei. Ja, und vorher war es hier die Dreherei. Ja. Und Bohrmaschine stand hier und so weiter. Ja, hier standen immer zwei Drehbänke drin. Ja. Das ist ja angebaut worden, ja. In den Raum.
Und die übrigen Räume hier auf der rechten Seite, das sind die UTP-Räume gewesen von der Volksverbindung. Da war der Meister drin und hier war die Werkstatt. Und da war Tischlerei drin. Dann war hier Toilettenanlage. Und hier rechts saß der Chef. Leiter. Hier war der Chef. Ja, der Chef sein Büro. Und die Chefsekretärin. Ja. Wir durften ja bloß an der Maschine mit 24 Volt arbeiten. Und da hatten wir auch hier überall so eine Transformatoren, wo wir dann die Kabellampen reingesteckt haben. Aber diese Tafeln sind alle weg. Da oben war auch noch, der ist auch schon ab. Das Kühlwasser von den Lokomotiven, das wurde ja nicht weggelassen. Und das haben wir dann mit einer Auflageanlage genommen und haben damit die Pumpen eingeschaltet und dann wurde das abgepumpt und wurde wiederverwendet. Der Schalter, der reinkam. Über die Brückenmeisterei kann man jetzt leider nicht so viel erzählen, weil einfach wenig darüber bekannt ist. Ich weiß aber, dass dort mein Großvater 1961 angefangen hat zu arbeiten. Er fuhr seinen Chef mehrere Tage zu verschiedenen Baustellen. Autos waren ja zu dieser Zeit sehr knapp. Und trotzdem hatten sie ein F8 als Dienstwagen, womit sie zu verschiedenen Bezirken der DDR fuhren. Er baute als sogenannte Feierabendbrigade mit ein paar anderen zusammen die alte Fußgängerbrücke über der Bahnstrecke in der Brüsseler Straße. Die steht ja leider ja heute nicht mehr. Die Brückenmeisterei baute auch die Brücken aus verschiedenen Fertigteilen zusammen. Man hatte auch einen besonderen Zugang zu einem Archiv mit Bauplänen von Brücken, die über 100 Jahre alt waren, um dort zum Beispiel Nacharbeiten oder halt Reparaturen durchzuführen. Ich habe im Auftrag des Brandenburgischen Landesamts für Denkmalpflege hier im Jahre 2004 bis 2005 meine Masterarbeit dazu geschrieben und habe mich also intensiv mit der Inventarisierung und mit der Geschichte dieses Gebäudes hier befasst und habe immer die große Vision, dass aus diesem Gebäude noch irgendwo noch mal etwas wird. Sicherlich kein Bahnwerk mehr, aber dass dieser geniale Ort, der eigentlich die Größe und die Vision einer Kirche hat, hier in dieser Stadt wieder zu etablieren und wieder nutzbar zu machen, so wie es eben mit anderen Denkmalen wie die Stadtwerke, wie die Wasserwerke, wie das Dominikanerkloster auch gelungen ist. Wenn ich daran noch teilhaben kann, dann wäre es eine ganz große Nummer, aber das soll nicht das absolute Ziel sein, sondern wichtig ist, dass hier wieder was auf den Weg gebracht wird. Ob dieser Ort noch einmal in Benutzung gerät, wird die Zeit zeigen. Klar ist jedoch, dass dieser von Erinnerungen übersäte Ort für viele eine große Bedeutung hat, die aus Sicht vieler nicht in Vergessenheit geraten sollte.